Core Gaming VS Let's Play Let's Go. Heute mit Jazz Trump's Journey. Entwickelt von Bulky Pigs. Und wie immer mache ich hier mal ein bisschen leiser. Richtig gutes Sounddesign. Haben die sich sehr, sehr gut Mühe gegeben für dieses Spiel. Grafisch ist das auch wirklich eine, ja, Wucht, würde ich sagen. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht hier. Alles in einem Zeichentrick-Stil, sage ich jetzt mal. Es ist ein Jump'n'Run-Abenteuer der etwas besonderen Art, ja. Und wir legen hier direkt mal los. Willkommen in meinem Universum. Ich heiße Trump und lade Sie ein, mich auf eine abenteuerliche Reise zu begleiten. Alles klar. Dieses Abenteuer führt Sie durch meine wundervolle Heimatstadt New Orleans, wo Sie die Anfänge des Jazz miterleben dürfen. Ein außergewöhnliches Erlebnis, das dürfen Sie mir glauben. Denn wenn meine Geschichte auch tausend anderen gleicht, da, die Sie vielleicht schon einmal gehört haben, so kann doch keine Geschichte mit Swing und dem Zauber der meinigen konkurrieren. Es lohnt sich, die Geschichte mitzuerleben. Glauben Sie mir. Bla bla bla. So. Mit einem Tipp auf das Pfeil hier können wir springen auf die anderen Pfeile. Klar, logisch. Können wir hin und her laufen. So, rechts, wenn wir nach rechts laufen, können wir hier Level Selection angehen. Wenn wir nach links gehen, können wir uns die Optionen und so weiter anschauen. Das ist auch sehr, sehr nice gemacht, diese Menüführung. So, wir gehen hier auf Continue. Nein, gehen wir nicht. Wir gehen hier auf das erste Level. Ich möchte euch nämlich zeigen, was dieses Spiel eigentlich ist und um was es hier eigentlich geht. So. Alles begann an jedem Tag zwischen Gravier Street und Perdido Street. Ein Tag wie jeder andere, werden sie sagen. Aber das war es nicht. Es war der Tag, der ein neues Leben begann. So, wir sammeln hier unsere Musiknoten auf. Hier steht 2 von 80. Hier kommt auch schon Großmama. Das ist hier wie in einem Stummfilm erzählt. Und wie gesagt, das ist eben das Besondere in diesem Spiel. Also, Trump will Musicstar werden. Die Oma lacht sich natürlich kaputt. Du, mein kleiner Gumbo, ein Star, lerne erst einmal richtig Trompeten spielen. Bla 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 bla. Er besteht nur Bahnhof. Das ist der richtige Wettbewerb für dich, aber um an diesem Wettbewerb teilnehmen zu können, ging das wohl nun zu schnell zum Lesen. Auf was wartest du noch, Trump? Lebe deinen Traum und hol dir die Sterne vom Himmel. Ja, die Großmama, hä? Ja, so, nachdem wir unsere Großmutter abgeknutscht haben, beginnt nun unsere Reise. Das, was ihr seht, das bin ich. Ich drücke hier drauf, weil ich immer denke, man kann das hier überspringen. Kann man aber nicht. So, wir wollen natürlich hier auf diesen Band Contest und unter Grandmas gültigen Blick machte ich mich auf den Weg zu dem, was ich mich am wichtigsten war. Altes Kabarett. So, meine Freunde, hier können wir jetzt nun loslaufen. Hier beginnt nun auch die Geschichte. Und hier sammeln wir mal die ganzen Musiknoten ein. Haben auch den Checkpoint passiert. So, was soll ich dazu sagen, meine Freunde? Die Grafik ist wirklich sehr schön. Man merkt auch im Hintergrund, wie sich die Welt mitbewegt und wo sich so in verschiedenen Ebenen fächert. Das heißt, grafisch ist das Spiel echt top. Spielerisch habe ich jetzt keine Trial-and-Error-Passagen gehabt. Aber um ehrlich zu sein, habe ich auch nicht wirklich viel oder sehr weit gespielt. Ihr habt es ja gesehen, aber ich konnte das Spiel euch einfach nicht vorenthalten, weil es eigentlich schon echt richtig gut gemacht ist und richtig geil aussieht. Und es scheint wirklich ein sehr, sehr spannendes Abenteuer zu sein. So, hier können wir die Kiste natürlich nehmen, grabben, wie auch immer ihr das ausdrücken wollt. Na? Jawohl. So, 40 von 80, meine Freunde. Schaffen wir das alles einzusammeln? Oh, wie geht denn
Wie geht denn das? So einer ist es, hä? So ein Hinterlistiger. So, weiterer Checkpoint erreicht. Climb. Hier kommen dann die Pfeile wieder. Ich glaube, das ist alles wirklich sehr, sehr selbsterklärend, meine Freunde. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt hier sagen soll. Ich bin auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen hypnotisiert, weil mir das Spiel wirklich sehr, sehr gut gefällt. Wir wollen natürlich schauen, ob wir hier irgendwas finden. Natürlich finden wir hier nichts. Ab geht's weiter. Hier klettern wir wieder weiter. Hier wieder hinunter. Sammeln alles auf. Weiter geht's zum Checkpoint. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende des Levels. Also hier geht's nicht mehr weiter. Ja, und der Trump läuft hier in den New Orleaner Ghettos rum. Auf seiner Reise. Bin ich mal gespannt, was ihn da so alles erwartet. Okay. Wir wollen natürlich erstmal schauen, bevor wir hier irgendwo hingehen, ob wir hier noch irgendwelche versteckte Items oder ähnliches finden. Ja, natürlich, ein Bild. Sehr schön. Na? Oh, ich kann hier gar nicht runter. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Zack, 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 zack. Schieben das hier hin. Ich weiß hier auch noch nicht, meine Freunde. Also ich habe jetzt nicht wirklich eine Ahnung, was ich hier mache. Okay. Aber das scheint wohl das Richtige zu sein. Oh. Nein, bitte nicht. Jawohl. So. Ah, doch, ja. Ich hab schon gedacht, ich habe was vergessen. Habe ich aber nicht. Weiter geht's. So, das ist aber ein sehr, sehr weiter Weg, auf den sich der junge Mann hier macht. Bis er da nun angekommen ist, wo er ankommen wollte. Aber wir haben hier schon 70 von 80 Noten. Das heißt, wir nähern uns wirklich dem Ende zu. Jawohl. Erstmal auf diese Seite. Hier alles einsammeln. Hoppala. So. Machen wir hier drauf, ne? Ist logisch. Das muss bei einem Zocker sofort einleuchten. Und zack. Und zack. Na, was ist los? Natürlich, gehen wir rein. Was passiert? Dieses Kabarett flößte mir Vertrauen ein. Als ich noch ganz klein war, lauschte ich bereits durch halbgeschlossene Fenster den Musikern bei ihnen spielen auf der Bühne. Viele große Musiker ist genauso ergangen. Sie alle kamen aus den Armvierteln und genau wie sie wollte ich es auch schaffen. Ich brauchte mein Instrument. So, Freunde, so geht das nun weiter. Das ist die Geschichte von Trump. Ist sehr, 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 sehr gutes Spiel. Ist ein sehr gutes Spiel. Einfach nur weiter zu empfehlen. Allein schon wegen der Grafik, allein wegen der Aufmachung, wegen der Musik. Macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ich hoffe, es macht euch auch Spaß, dieses Video zu kommentieren und meinen Kanal zu abonnieren. Und allen anderen Zuschauern und meinen Abonnenten wünsche ich einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Core Gaming VS. Let's Play. Let's go.